Hallo, willkommen zum Zerowohl Studio Buzz Podcast Episode 38. Zuerst mal wollte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für euer super liebes Feedback auf meine Wolle, auf das Wollangebot in der letzten Episode. Ich danke euch. Das hat mich total gefreut, weil man ist doch immer ein bisschen unsicher. Ist es jetzt, sind es die richtigen Sachen? Hat überhaupt irgendjemand Interesse dran? Aber ihr habt Interesse dran gehabt und die Stränge, die ich dabei hatte, waren ziemlich schnell weg. Und dafür bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Auch ganz, ganz herzlichen Dank, wie immer, für eure lieben Kommentare. Ich habe so viele Nachrichten von euch gekriegt und durch meine Reise und alles, was auch vorher schon war mit dem Wollfest, bin ich nicht so zum Beantworten gekommen, wie ich es normalerweise gerne machen würde. Ich habe angefangen, so ein bisschen aufzuholen und ich gestehe, dass ich einfach total ungern auf meinem iPad tippe. Und deshalb habe ich das jetzt mir aufgehoben, bis ich wieder zu Hause bin. Ich habe auch keinen Laptop, wenn ich in Deutschland bin. Und das mache ich dann am liebsten hier zu Hause am Computer, an meinem Schreibtisch mit der normalen Tastatur. Ja, also verzeiht mir, wenn ihr so lange auf eine Antwort warten müsst. Es war so eigentlich nicht geplant. Oder es ist so nicht geplant, aber irgendwie passiert es dann doch meistens, wenn ich unterwegs bin. Ja, ich habe ein bisschen Probleme damit jetzt. Ich habe ja das letzte Mal, die letzte Episode habe ich nur in Deutsch aufgenommen in Deutschland und habe jetzt, muss mir das ein bisschen sortieren, was war im Englischen und was kommt in den Englischen und was kommt in den Deutschen, weil ihr ja schon einiges gesehen habt. Das heißt, den Pullover, den ich fertig gemacht habe in Deutschland, den kennt ihr. Den brauche ich euch aber nicht mehr zu zeigen. Brauche ich euch deshalb nicht mehr zu zeigen. Und apropos, den Pullover habe ich ja fertig gemacht, bevor ich nach Hamburg gefahren bin, Leute. Ich bin nicht nach Hamburg geflogen. Ich habe das Mal habe ich gesagt, ich fliege nach Hamburg. Nee, ganz so crazy bin ich doch nicht. Ich liebe es, in Deutschland Zug zu fahren. Und das habe ich gemacht mit meiner Tochter zusammen. Es war total schön, ein super schöner Besuch. Bei meiner lieben Freundin Doris, vielen Dank für alles nochmal, Doris, falls du jetzt guckst. Und auch schöne Grüße an alle anderen Freunde in Hamburg, die ich dort gesehen habe. Das war wirklich eine total tolle Erfahrung, nach all den Jahren wieder dahin zu kommen. Und ja, gut, weiter. Den Pullover habt ihr gesehen, stricken, ne? Und dann habe ich auch noch euch gezeigt mein Drifter-Shawl aus Zerowohl's Roadrunner Singles in den Farben Underdog und Chipotle. Mein Tuch ist fertig geworden und zwar gestern. Ich kann zu dem Thema kann ich euch noch erzählen, dass wir schon ein paar Tage zu Hause sind, aber der Jetlag hatte mich eigentlich bis heute total fest im Griff. Ich bin mal gespannt, wie es heute später noch geht, weil ich, heute ist so der erste Tag, wo ich mal das Gefühl habe, ja, heute kann ich was machen. Also ich war heute Morgen schon laufen und ich habe endlich meine Wäsche gemacht und ich bin so ein bisschen, ich habe mehr Energie, obwohl ich immer noch heute Morgen um 6 Uhr aufgewacht bin. Da draußen fährt gerade das Müllauto vorbei. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ich mache mal kurz Pause. Insofern habe ich gedacht, das passt heute gut mit Podcast aufnehmen. Und, aber in den letzten Tagen habe ich wirklich hier nichts auf die Reihe gekriegt, außer auf dem Sofa zu liegen und zu stricken und zu schlafen, wenn mein Körper gesagt hat, ich bin müde, und aufzustehen, wenn mein Körper gesagt hat, ich bin fertig mit Schlafen. Und das war meistens also einschlafen so um 9:30 abends. Und aufwachen morgens, der schlimmste Tag war 5 Uhr morgens.
Und ich bin kein Morgenmensch. Das war also schon ein bisschen brutal für mich. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich komme von einer Ablenkung in die nächste. Aber ich wollte euch erzählen von dem Tuch, was ich gemacht habe. Ich habe ja in Deutschland den Pullover fertig gemacht, den habt ihr schon gesehen. Und dann habe ich mich meinem Tuch zugewandt und habe auch die Socken weiter gestrickt, die ich euch auch gleich noch zeige. Aber das Tuch ist gestern nach ein paar Tagen auf dem Sofa chillen, ist mein Tuch fertig geworden. Und so sieht es aus. Roadrunner, Underdog und Chipotle. Und gestrickt habe ich das schöne Tuch mit 3,5er Nadeln. Ich mache also keine Maschenprobe, wenn ich ein Tuch stricke. Ich gehe dann nach dem Maschenbild, was ich möchte. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht sogar am Anfang eine andere Nadelstärke verwendet hatte und dann aber auf 3,5er gewechselt habe. Kann mich nicht mehr erinnern. Aber also 3,5er Nadel. Und das Tuch heißt übrigens Drifter und das ist ein Muster von Tammy Gore. Das Schöne an dem Tuch ist wirklich die Form, habe ich gemerkt. Also ich hatte zwischendurch so zeitweise Angst, dass es zu klein wird. Aber ich glaube, das liegt daran, dass es relativ, also dass es nicht so tief ist. Und es hat aber eine totale Länge und das ist wichtig für mich. Also diese Tiefe. Die ist mir nicht so wichtig, die ist prima so. Und ich habe aber echt eine Länge, wo ich das schön ein paar Mal rumwickeln kann. Und guck mal, hier habe ich immer noch so viel. Also ich kann jetzt noch mal einmal außen rum und jetzt kann ich mir jetzt hier irgendwo zusammentüddeln. Und fertig. Ja, ganz, ganz tolles Muster. Wirklich ein super schön geschriebenes Tuchmuster. Nicht kompliziert, wobei ich natürlich schon länger englische Muster stricke. Jetzt bin ich, ist schwierig für mich zu beurteilen, wie das für jemanden ist, der sich nicht ganz so leicht tut mit englischen Mustern. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass es schwierig ist. Eine Sache, die habe ich anders gemacht, aber das ist, glaube ich, so jedem ja dann selbst überlassen. Ich habe an manchen Stellen, wo sie sagt, man soll die Wolle an der Seite mitführen, also so wie hier jetzt über 6 Reihen, hätte man das Dunkle mitführen sollen bis zu dem nächsten dunklen Bereich. Das mache ich nicht. Da habe ich das immer eben dann abgeschnitten und habe es vernäht. Da habe ich, weiß ich nicht, habe ich irgendwie gedacht, das würde mich stören, wenn ich das daneben mitführe, obwohl es vielleicht auch nicht so schlimm wäre. Aber ja, ich bin richtig happy damit. Also wirklich eine schöne Größe, schöne, schöne Form. Tammy Gore, The Drifter. Und sie hat auch in dem Muster dabei noch eine dreifarbige Version. Ich kann euch allerdings jetzt nicht sagen, ob das dreifarbige Tuch dann auch größer ist oder ob sie einfach dann dasselbe Tuch mit drei Farben gearbeitet hat. Habe ich noch nicht nachgeguckt, weil ich mir nur die zweifarbige Version ausgedruckt hatte. Ich habe mich. Ach nee, das erzähle ich euch aber gleich. Ich zeige euch erst noch, was hier auf dem Tisch vor mir ist. Und zwar meine Socken. Die ich für eine Freundin stricke. Habe ich euch schon erzählt. Ihr Mann ist es, der mir den Hub-Stretcher gebaut hat, also den Blocking-Rahmen für so ein großes viereckiges Hub-Tuch und der keine Socken für sich wollte, sondern gesagt hat, dann soll ich seiner Frau welche machen, die wird sich freuen. Und ich weiß, dass
das ist so ihr Lieblingsfarbschema, orange, leuchtende Farben. Und deshalb habe ich mir dann diese Farbe ausgedacht. Also habe ich diese neue Farbe entwickelt. Es wird also eine Standardfarbe im Shop, die heißt One World. Und stricken tue ich die Socken mit meinem Zero's Task Garn. Das ist ein Superwash Corriedale Nylon Blend. Eigentlich so mein liebstes Sockgarn, das ich selbst führe. Ich mag es echt total gerne, weil das ist, wenn ich es färbe, finde ich immer so, fasst sich so ein bisschen komisch an irgendwie, nicht ganz so angenehm. Aber dann, sobald es verstrickt ist und dann noch mehr, sobald es gewaschen ist, wird es einfach wunderschön, fuzzy, kuschelig und absolut toll. Und so sieht der andere Socken aus, den ich fertig habe. Ich hoffe, ihr könnt sehen, ein bisschen wie die Färbung ist, so mit so klitzekleinen Speckles. Ja, es macht Spaß zu stricken. Ich habe nach Deutschland noch ein zweites Sockengarn mitgenommen. Ich und zwei Paar Socken in 4 Wochen? Nö. Nie im Leben. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ja, ich habe dann aber noch etwas angefangen, was sich mein Töchterlein gewünscht hat. Ihr wisst ja, wie das ist. Wenn sich die Kinder irgendwie, wenn die was sehen und das ist was man sich vorstellen könnte, was man machen kann, ja, dann, ja, das kann ich auch machen. Ganz einfach. Ich habe also, wir waren in einem Laden in Hamburg und da sagte sie so, oh, das sieht ja toll aus, diese Taschen. Das waren also alles so gehäkelte Netztaschen, die so an einem, wie sagt man denn, die so gerade an Haken hingen sie. Alle nebeneinander, es sah super schön aus in den vielen verschiedenen Farben, alle das gleiche, die gleiche Netztasche. Ja, habe ich gesagt, ja, mache ich dir. Na klar, kein Problem, kein Problem. Dann habe ich bei Mutter, die ja so einen unerschöpflichen, bodenlosen Wollbestand hat, habe ich dann auch mir Wolle rausgesucht. Und zwar, ihr kennt die wahrscheinlich alle, ich kannte die noch nicht. Die heißt Linda von Wollbutt. Und das ist ein 75 Baumwolle. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. 75 Baumwolle und 25 Leinen. Ich habe mir gedacht, mit dem Leinen ist es doch toll, wenn da Leinen drin ist. Und dann habe ich angefangen und habe diese Tasche, die wir in dem Laden gesehen haben, die war ganz durch und durch Netz. Und ich habe aber gedacht, ach, es wäre doch auch gut, wenn man so einen soliden Boden hätte. Also habe ich damit angefangen, den Boden zu machen. Und dann habe ich auch mit dem Netz angefangen, aber nee, das gefällt mir gar nicht. Zum einen, also ich wollte eben den Boden flach und habe dann gedacht, dann häkel ich so hoch, aber ich glaube, das ist irgendwie nicht richtig. Also ich finde, der Boden muss auch schon rund sein. Ja, der ist also zu flach und wälzt sich sogar ganz, ganz leicht. Von der Weite her, guck mal, das wird ja noch viel, viel weiter als der Boden. Also nee, ist mir alles irgendwie, gefällt mir nicht. Das wird also alles wieder, werde ich aufmachen und das ist auch schon der zweite Knäuel. Das wird mir auch gar nicht reichen, glaube ich. Ich muss mal gucken, ob ich nicht doch nochmal in meinem Stash ein bisschen wühle. Ich bin schon eigentlich ganz gut im Häkeln, obwohl ich selten häkel, aber ich habe so als Kind auch oder als Teenager schon immer total viel gehäkelt, mir ganz, ganz viel immer so selbst ausgedacht und einfach so Freeform gemacht oder Mützen auch gehäkelt, auch mit der kleinen Krempe und so, aber wahrscheinlich habe ich es einfach zu lange nicht mehr gemacht oder so, könnte ich mir denken. Ja.
Dann habe ich also, wie gesagt, ich hatte den Pullover ja dabei und fertig gestrickt, die Socken gemacht, die zweiten Socken nicht angefasst, die Tasche angefangen. Dann hatte ich noch Wolle gewickelt schon mitgebracht für ein neues Lace-Tuch-Projekt, wo ich mich riesig drauf freue. Und zwar heißt das Tuch Meristem. Ich werde euch ein Bild davon einblenden, damit ihr euch das vorstellen könnt. Und ich werde das in einem Grün machen, was super ähnlich ist wie das Grün in dem Bild, was ich hier reinpacke. Ich glaube, ich mache die kleinere Größe, obwohl ich nicht so ganz sicher bin. Werde ich dann noch entscheiden, wenn es soweit ist. Aber bevor ich mir selbst erlaube, das neue Lestuch anzufangen, werde ich erst noch das alte Lace-Tuch fertig machen. Ihr könnt euch bestimmt daran erinnern, dass ich ja das Whiteout von Melanie Berg in Arbeit habe und auch schon seit Wochen davon spreche, dass ich daran weiterarbeiten möchte, dass es fertig werden soll. Und endlich habe ich es wieder in die Hand genommen. Ich hatte in Deutschland, ich habe es wenigstens nicht umsonst mitgenommen. Eine Reihe habe ich in Deutschland gestrickt. Und gestern, aber gestern und vorgestern, gestern, nur gestern? Nee, gestern habe ich es wieder in die Hand genommen. Ich habe also mittlerweile jetzt 5 Reihen gestrickt. Wenn ihr euch daran erinnert, habe ich mir das eine Garn letztes Jahr von einem Urlaub in Alaska mitgebracht. Das ist dieses hellere Garn. Und dann habe ich mir das Orange dazu passend gefärbt. Das ist nicht besonders kontraststark, aber mich stört es nicht. Ich wollte das eigentlich gerne so, dass es mehr so. Naja, also ich finde es schon sehr interessant, dass es hier nicht wie Streifen aussieht, aber hier, wenn du dir dann den Lace anguckst, neben den Streifen ist der Kontrast total groß. Ja, eigentlich, ne? Total interessant. Ja, naja. Und ich stricke mit 3 mm Nadeln und jetzt habe ich, also wie gesagt, insgesamt 6 Reihen. Und das hat mir wieder klar gemacht, warum ich mir vorgenommen habe, ich will erst dann damit weitermachen, wenn ich so richtig Muße dafür habe und auch den Kopf frei habe und wenn ich dranbleiben kann, weil das ist schon sowas, also ich könnte mir vorstellen, wenn man dann wirklich drin ist, noch nach ein paar Reihen, dann hast du so mehr wieder das Gefühl dafür gekriegt und dann wird es ein bisschen leichter. Am Anfang tue ich mir wirklich damit schwer. Also die erste Runde habe ich ständig auf den Chart geguckt, ständig. Und zweite Runde, ja, die Rückreihen haben leider auch ein kleines bisschen Muster, ist nicht nur einfach zurückstricken, sondern da geht noch ein bisschen mehr ab. Und die dritte Reihe war allerdings schon einfacher, also beziehungsweise war das dann die fünfte und die sechste war auch okay. Ich glaube, da sind dann immer nur alle paar Reihen, ist so eine Reihe dabei, die wirklich so anstrengender ist und die war ganz am Anfang. Und ich habe dann immer hier diese kleinen Ringe mir natürlich reingemacht nach jedem Musterrapport. Ja, also eigentlich gelingt mir das dann schon, wenn ich einen Fehler habe, dass ich den dann finde, aber auch nur, wenn ich mir diese Rapporte so unterteile. Das kann ich dann schon lesen. Oder ich denke mir irgendwie was aus, wie ich das wieder ausgleiche, wie man es nie im Leben sehen wird. Der Whiteout von Melanie Berg. Ich freue mich drauf. Ja, und dann, was macht man noch so, ja, irgendwie für nichts so richtig, auf nichts so richtig Lust hat und eigentlich nur so rumdümpelt mit wenig Schlaf?
Man spielt ein bisschen mit der neuen Kadir-Maschine. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir meine Kiste nebendran gestellt mit allen ja, so Spielresten. Ne? So kleinere Mengen von Fasern, was nicht ein ganzer Kammzug war, der in sich ganz versponnen werden möchte, sondern was wirklich nur so, ich habe früher mal, bin ich in Schulen gegangen und habe da so eine kleine, Unterrichtseinheit ist übertrieben, aber habe den Kindern ein bisschen was erzählt vom Spinnen und von Fasern und hatte dann auch Handspindeln dabei, wo die probieren konnten. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie das ist mit Kindern. Da wird natürlich ganz viel auseinandergerupft und so diese Reste sind das, die ich da immer noch eben in dieser Kiste gesammelt habe. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe eine einfarbige Faser kombiniert mit vielen verschiedenfarbigen kleinen Stückchen von Kammzug. Und habe das dann abgerollt in, also ich, jetzt nicht, dass ich was dagegen habe gegen Bats, aber ich mag unheimlich gerne Spinnen von Punis oder Rolags. Ich bin mir nicht sicher, was der korrekte Begriff ist in dem Fall. Auf jeden Fall rollt man die Fasern. Ein Bat ist so lang und man rollt dann eben das ab. Ne? Von der Kadir-Maschine. Ihr wisst natürlich genau, was ich meine. Ne? Vielleicht auch nicht, das war ein Witz. Ich habe auf jeden Fall damit experimentiert. Ich habe es zum Teil mit dollem Zug abgezogen, wo es dann sehr fest um meinen Holzstab gelegen ist. Ich habe es zum Teil nur locker abgerollt, habe zum Teil nur ein Drittel oder ein Viertel der Fasermenge, die auf der Trommel sitzt, abgerollt. Und habe aber auch einmal das ausprobiert, wie das ist, wenn ich eine halbe Trommel, also die Hälfte der Fasern in eine dicke Wurst, in so eine Faserwurst reinrolle. Ich habe dann jeweils die verschiedenen Farben einzeln gesponnen und das ist jeweils ungefähr eine Ounce, die in einem Bat ist von meiner Kadir-Maschine und ich habe jetzt habe das aber noch nicht gewogen. Ich habe aber alles dann auch gleich gesponnen, einfach weil ich total neugierig war, wie sich das verspinnt. Ihr müsst euch das so vorstellen, also wenn das dieses Faserwürstchen ist, die Fasern liegen ja so, aber man spinnt so hier vorne raus. Das darf, obwohl diese Dinge eigentlich recht kompakt sich anfühlen, darf es trotzdem nicht zu kompakt sein. Also muss schon ein bisschen locker und luftig sein, damit das resultierende Garn dann nicht so hart wird. Ne? Weil ich spinne meistens auch so im langen, wie heißt das denn auf Deutsch? Long backward draw. Da tritt man eigentlich sehr schnell, also mit einer hohen Geschwindigkeit und also meine Bewegung ist im Grunde die. Ne? So. Und ja, also da geht schon ein ordentlicher Drall rein. Also man muss aufpassen, dass die Fasern nicht so sehr kompakt sind, damit man immer noch ein lockeres Garn kriegt. Ich habe meine Mini-Stränge schon alle gewaschen, habe sie auch schon alle getrocknet. Das geht ja hier schnell bei unserer trockenen Hitze. Und habe hier schon ein ganz hübsches Bündelchen von handgesponnenen Strängen. Ich muss die alle nochmal
läuft das noch? Jawohl. Ich muss die alle noch mal wiegen und muss auch die Yardage dann noch mal messen. Es war nur ganz witzig, ich habe hier, manche sind ja wirklich jetzt ganz schön kürzer als andere. Und wie zu erwarten ist also dieses, das hat einen großen Alpaka-Anteil. Das ist das, was am längsten geblieben ist. Weil Alpaka ja nicht diesen Crimp hat, also diese Locken und diese, deshalb diese Elastizität, die ein Wollgarn hat. Ich habe also alles Mögliche reingemischt. Wir hatten früher mal einen Angora-Hasen, da hatte ich noch ein bisschen Fasern, da habe ich auch ein bisschen was rein. Ich habe ein bisschen Seidenblipschen reingekardiert, also bei diesem hier jetzt zum Beispiel. Ich halte euch die jetzt noch mal einzeln hin. Ich mache nicht mit bei der Tour de France, weil ich da glaube ich nicht mich darauf festlegen könnte, da jeden Tag dran zu bleiben, leider. Vor allen Dingen nicht mit Jetlag. Ne? Das ist echt auch so eins. Es sieht so von weitem total langweilig aus eigentlich. Ne? Und dann guckst du mal aus der Nähe, so schöne Farben drin. Da muss ich also an alle noch Etiketten dran machen, damit ich so grob wenigstens weiß, was drin ist. Und welche Lauflänge. Aber ist auch so hübsch. Und dieses hier. Da ist, glaube ich, echt am meisten Angora-Faser drin. Da sieht man so dieses Weiße. Und jetzt fällt es mir ein. Hier war auch, da habe ich, glaube ich, noch eine Faser rein. Das war wahrscheinlich so ein weißes Alpaka. Hatte ich mal von jemandem abgekauft. Die Faser war aber dann letztendlich nicht so schön. Die war zu kurz irgendwie. Hat nicht so ein, habe ich schon beim Kardieren gemerkt, war wirklich zu kurz. Aber so, wenn man es kombiniert hat jetzt mit den anderen, mit so anderen Wollfasern, war das okay zu spinnen. Ich hatte jetzt die Idee schon, dass ich mir jetzt irgendwann mal meine Puppe rausholen. Ja, ihr habt richtig gehört, meine Puppe. Ich habe eine Puppe. Jetzt kann ich meine Tochter zu groß ist, die habe ich ja immer bestricken können, oder ihre Puppen habe ich immer bestricken können. Das habe ich immer mal wirklich total gerne gemacht, so Miniatursachen designen. Das geht ja jetzt aber nicht mehr, die ganzen Puppen. Die Puppen sind alle in Kisten drin jetzt. Hat sie schon lange aus ihrem Zimmer draußen und auch die Puppenklamotten. Aber eine Puppe, das ist glaube ich eine Käthe Kruse, wenn ich mich recht erinnere, die habe ich neulich mal irgendwann aus der Kiste raus und habe mir gedacht, nee, das ist, die will ich bei mir im Studio haben. Die sitzt da jetzt irgendwie und wartet auf ein neues Outfit, also bestimmt mache ich da mal irgendwann eine Jacke oder sowas. Und dann habe ich aber noch so einen Sammler, so eine Sammlerpuppe, die muss ich euch auch mal unbedingt zeigen, die habe ich mir wirklich mal irgendwann, weiß ich, was ich da gedacht habe, habe ich mir die zugelegt und habe mir gedacht, oh, da mache ich jetzt mal so schöne Puppenkleider und jetzt habe ich ja auch eine Puppe, nicht nur meine Tochter. Aber das wäre doch jetzt eigentlich eine gute Zeit, wo ich mal hier solche Sachen verwenden könnte und mal wieder mal Puppenkleider machen könnte. Das habe ich nämlich echt immer richtig, richtig gerne gemacht. Ich vermisse es so ein bisschen. Ich habe auch für die Barbie habe ich total gerne Kleider gemacht. Dann mit irgendwie 2 mm Nadeln oder so, so ganz feines Garn verwendet. Oft auch handgesponnenes Garn. Muss ich euch anders mal zeigen. Ja. Ich glaube, das war's schon. Ich habe zwar ein bisschen neuen Stash, aber ich habe mir vorgenommen, das zeige ich euch dann, wenn ich wirklich damit arbeite. Ein bisschen was an Fasern und einen heiß ersehnten Bobble. Und
Ich freue mich schon drauf, mit allen neuen Schätzen dann zu arbeiten, wenn das richtige Projekt kommt. Und jo, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Und deshalb freue ich mich aufs nächste Mal und bis dahin strickt was Schönes. Tschüss!